Grüß euch und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Heute bin ich auf der Stromburg beim Laufen. Da haben wir jetzt gerade ein super gutes Gulasch gegessen. Und das versuche ich jetzt nachzukochen. Und zwar aus dem Laufer sein Kochbuch, das er mir damals nach der Küchenschlacht geschenkt hat. Also viel Spaß beim Zuschauen. So schaut jetzt das Gulasch von Laufer aus. Und jetzt werden wir das ausprobieren mit dem Gulasch. Ich habe ja gedacht, ich mache mein Gulasch aus dem großen Laufer. Aber wir haben da beim Laufer seiner Party ein Kochbuch geschenkt gekriegt. Und zwar meine Heimatküche. Da drin kann man auch das Rezept finden vom Gulasch. Und zwar, da heißt es Saftgulasch nach Wiener Art. Es ist fast identisch mit dem aus dem großen Laufer. Bis auf das, dass da Rotweinessig reinkommt und beim anderen kommt Weißweinessig rein. Ich habe mich auch schon gewundert beim Laufen, warum das ein bisschen säuerlich geschmeckt hat, das Gulasch. Jetzt weiß ich es, zwecks dem Essig. So, und jetzt fangen wir mal an mit den Zutaten. Also, dazu braucht man 800 Gramm Gemüsezwiebel, 50 Gramm Butterschmalz, 1 Kilo gut durchwachsene Rindfleisch, 3 Knoblauchzehen, 1 Teelöffel Kümmel, 2 Esslöffel Paprikapulver, Edelsüß, 2 Esslöffel Tomatenmark, 3 Esslöffel Rotweinessig, 400 ml kräftige Fleischbrühe, 2 Lorbeerblätter, Salz und Pfeffer. Und das Allerwichtigste, was dafür braucht, ist Zeit. Also wenn ihr jetzt Mittag ein Gulasch möchtet, dann müsst ihr jetzt schon anfangen. Das Butterschmalz lasst ihr in einen großen Topf drin schmelzen und da tut ihr eure Zwiebeln jetzt dazu. Und die, wir tun jetzt eine halbe Stunde so dahin braten, dämpfen, bis die goldgelb sind. In der Zwischenzeit könnt ihr eure Rinderbrühe, oder hier habe ich einen Rinderfond, mit dem Tomatenmark, mit dem Paprika, und mit dem Rotweinessig verrühren. Jetzt ist so eine halbe Stunde vorbei und nun schauen wir mal in unseren Topf rein, wie die Zwiebeln ausschauen. Die sind jetzt schon wirklich schön goldgelb und ihr müsst euch wirklich diese halbe Stunde Zeit lassen, denn nach einer Viertelstunde haben die noch weiß und man glaubt, das wird nie was. Aber da ist Zeit wirklich das Wichtigste. Und könnt ihr euch nur erinnern, in den 70er Jahren, glaube ich, hat man am allerwenigsten Zeit gehabt zum Kochen. Denn neben diesen Fixprodukten war ja auch der Schnellkochtopf das Allerwichtigste. Und da hast du auch dein Gulasch dann im Schnellkochtopf gemacht, auf die Schnelle. Meistens hat das ein bisschen wässrig geschmeckt. Du hast halt dann viel, so Maggi-Zeug reinhauen müssen, damit das überhaupt einen Geschmack gekriegt hat. Und wenn der Schnellkochtopf mal nicht gescheit gegangen ist, und sich dieses Ventil verstopft hat. Du hast ja am Schluss dieses Ventil runterschrauben müssen, damit sie diese Luft da entleeren hat können. Und wenn das nicht so war, dass eben da irgendwas verstopft war, dann hat das alles oben rausgehauen und danach hast du deine Küche wässern können. So, jetzt schütten wir unser Gemisch da dazu. Unser Fleisch kommt rein. Das ist jetzt nicht angebraten. Also es ist sozusagen meine Premiere mit nicht angebratenem Fleisch. Weil normalerweise brate ich beides an, Zwiebeln und Fleisch. Und noch meine Gewürze kommen dazu. Also der Knoblauch, gestoßener Kümmel und 2 Lorbeerblätter. Das Ganze lasse ich jetzt aufkochen und so bei mittlerer Hitze 3 Stunden soll es mindestens kochen. Danach schaut es einmal, also zwischendrin schon einmal wie umrühren,
Aber so habt ihr Zeit, könnt ihr eure Hausarbeit machen jetzt in der Zwischenzeit. Und wir sehen uns dann in 3 Stunden wieder. Hoppala, jetzt hätte ich bald vergessen. Wer will, kann auch noch so ungefähr 100 Milliliter Rotwein dazugeben. Also ich will. Und danach den Deckel auflegen. Und jetzt ist wirklich Sense. Bis dann. Jetzt hat das fast 3 Stunden so dahin geköchelt. Schaut super aus. Das Fleisch ist auch schon ganz weich. Jetzt muss ich das einmal probieren, wie das überhaupt schmeckt. Es schmeckt jetzt noch nicht noch sehr viel. Was da abgeht, ist ein Salz und eigentlich auch ein bisschen Schärfe. Dann mal das einmal gut salzen. Und Pfeffer. Was jetzt beim Laufen nicht drin steht, ist ein Cayenne-Pfeffer. Aber ich habe es eben gerne ein bisschen schärfer und deswegen tun wir noch einen Cayenne-Pfeffer hin. Weil dann Laufer, seine Mama hat das vielleicht auch noch nicht so gekannt, den Cayenne-Pfeffer. Deswegen ist er da noch nicht drin gewesen. Es hat ein bisschen Säure. Schmeckt eigentlich ganz gut. Jetzt probiere ich es nur mal. Mit frischen Löffeln. Jetzt schmeckt es schon ganz anders. Was so ein Salz ausmachen kann. Ein bisschen Cayenne-Pfeffer. Prima. Und kaum sind 3,5 Stunden vergangen, ist unser Essen auch schon fertig. Und mein Gulasch, die schaut jetzt so aus. Dazu gibt's Bandnudeln und einen Gurkensalat. Ein Wachtlei habe ich jetzt keins dabei. Zum Vergleich zeige ich euch jetzt noch mal gleich einen Johannsgulasch. So schaut jetzt das Gulasch von Lava aus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachkochen vom Wiener Saftgulasch aus dem Kochbuch Meine Heimatküche von Johann Laver. Das Buch haben wir ja geschenkt bekommen, wie ich schon gesagt habe am Anfang, auf seiner Sommerparty in diesem Jahr. Da haben wir kochen dürfen mit den Küchenschlechtern und das war eine ganz super Sache. Denk oft daran zurück. Also, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Bei Kochen mit Traudl.